Hey, ihr liebe Cornflakes-Bande, willkommen zurück zu Resident Evil, dem DLC. Aber ich habe jetzt was reingespielt. Ich habe nämlich mit Ethan und Chris ein bisschen gezockt, die Kampagne. Mit Ethan habe ich hier nur S geschafft, hier halt SSP mit Chris und so weiter. Aber ihr seht ja, ich habe alles schon eigentlich auf SSP geschafft. Auch die schwierigen Modi, war ein ganzes Stück Arbeit, aber darum sollte es nicht gehen. Entschuldigung. Ich wollte nämlich mal Heisenberg und Lady Dimitrescu als spielbare Charaktere zeigen. Machen wir erstmal Heisenberg. Es ist halt nicht spannend, weil wir gucken uns eigentlich nur die Kampagne an von ihm. Die kleine Söldnerkampagne. Naja, mal sehen, ob es spannend ist. Wir gucken mal. Was haben wir denn? Wir haben Soldat Jet, Sägeblatt und gewöhnliches Altmetall, das man überall findet, und eine Blendgranate. Okay. Willkommen. Erstmal gucken, wie Heisenberg funktioniert. Wir können uns hier eiserner Wille holen. Gegnerische Angriffe schrecken sie nicht mehr zurück, während sie einen Hammerschlag ausholen oder Geschosse laden. Nach dem Einsatz eines Soldat Jet ist schnell ein neuer verfügbar. Die Geschwindigkeit, mit der Heisenberg seinen Hammer schwingt, steigt. Gerne. Das Noch hört sich ja gut etwas? an. Und auch nicht mehr zurückschrecken. Und Werkstatt, Angriffskraft, Metallteile, Angriffskraft und Sägeblatt, Angriffskraft. Machen wir erstmal den Hammer, oder? Moment bitte. Ladevermögen. Wenn das unsere Hauptwaffe ist, werde ich die natürlich erstmal fleißig nutzen. Ha, schönen Tag. Okay, habe ich jetzt schon das Sägeblatt verballert? Nee. Ah, das ist ein Schuss. Okay, mit links, mit linker Maustaste mache ich das. Mit der rechten mache ich den Hammer. Wie gesagt, das wird nur ein Video. Also, ich werde euch jetzt nicht zeigen, wie ich überall SSP freispiele, aber das ist echt langweilig. Warum auch immer jetzt erstmal die kleinen Typen hier kommen. Okay, Heisenberg ist krass. Er kann also ohne Pause zuhauen, das ist auch gut. Ein Taubenblut, okay, warte. So, was nehmen wir? Muskelprotz. Die Angriffskraft steigt, allerdings sinkt die Bewegungsgeschwindigkeit. Im Wechsel zwischen Gegnern steigert die Angriffskraft oder. Am längeren Hebel, Zeitlupe, ja, Hammergesundheit, nee, Vollkontakt, Nahkampfangriffe verursachen mehr Schaden mit dem Zeitlupe. Ja, yeah. Ach guck mal, ich kann Soldaten rufen. Wie mache ich das denn? So block ich. Ach, mit 4 natürlich, warte. Okay, ist krass. Heisenberg hat coole Skills. Ich kann nicht schießen, während ich auflade, ja. Interessant. Aber ich will schießen, auf die Fässer zum Beispiel. So. Ja, wie gesagt, die Level sind alles halt rechts. Oh, warte mal. Ich werde mich ja ganz kurz ein bisschen umsetzen, weil dann seht ihr auch die Ziele. So. Beziehungsweise wie viel ich noch killen muss. Ist vielleicht ein bisschen praktischer. So, flinke Ratte! Bewegungsgeschwindigkeit, ja bitte. Wie wär's damit?
Ach so, das. Ah, okay, warte. Ah, so kann ich die Sägeblätter werfen. Verstehe. Geht durch alle. Und wir haben alle erledigt. Und das ist Söldner. Ihr seht schon, das ist nicht unbedingt sehr spannend. Aber ich finde es eigentlich ganz nett, mal für zwischendurch. 400.000. Ich weiß gar nicht, wie viel man für SSP braucht. Aber einiges. Stets zu Diensten. Stets zu Diensten. So, warte mal hier. Angriffskraft, Sägeblatt oder Metallteile. Das ist dann der Unterschied. Hier Geschosse, 3. Und hier Ladegeschwindigkeit. Okay, das hat nur ein Geschoss. Und wir können es noch den Soldat, dass er schnell einsatzbar ist, wiederholen. Finde ich irgendwie unnötig. Davon abhängen. Wie gesagt, ich bin halt mehr so ein bisschen auf das Altbewährte. Ah, schon gut. Das war's. So. Ja, Angriffskraft. Ladegeschwindigkeit ist sehr wichtig. So eine einfache Modifikation ist sofort erledigt. Aber Ladevermögen? Verstehe ich. Hört die Rate, mit der Hammer auflädt. Was heißt denn aufladen beim Hammer? Egal. Ein gutes Geschäft, das muss ich schon sagen. So, Sägeblatt lädt jetzt schneller auf, das ist gut. Machen wir weiter. Oh, der Hammer ist aber auch sehr schnell. Krass. Ich finde Heisenberg super als Charakter. Also nicht wundern, ich hab's ja schon gespielt, ne? Also mit Ethan und Chris, ich weiß, also welche Gegner kommen. So ungefähr. Angriff richten mir Schaden. Ja, das ist gut. Das ist sehr gut. So. Hier geht's weiter. Das ist so gut mit dem Initialschaden. Einfach weggebremst. Mit alle nix. Ich finde das voll geil mit Heisenberg, macht richtig Spaß. Schöner Kristall da. Du Scheiße, jetzt ist er aufgeladen gewesen. Guck mal, der letzte Gegner, voll gemein eigentlich, ist ein Schweinchen. Arme Schweinchen. Vollkontakt, Nahkampfangriff, verursacht mehr Schaden hier, bitte. So, hol ich mir hier noch die Fähigkeit und dann hauen wir ab. Weil wir haben echt gut Zeit übrig, würde ich sagen. Auf den leichten Schwierigkeitsgraden braucht man nicht wirklich mehr Lebensenergie, weil... Ihr seht ja, ich habe... Oh, okay, ich habe keine Heilung. Aber gut, normalerweise hat man immer genug Heilung. Kann ja auch noch blocken im Notfall.
500.000 habe ich. Und was gibt es noch? Die Zeit. Ja. 707.000. Mal gucken, es gibt noch einen Abschnitt. Vielleicht reicht es ja dann für Gold oder für SSP. Na dann, sieh dich in aller Ruhe um. So, dann nehmen wir uns noch das Upgrade für das Sägeblatt weiter. Aha. Das ist gut, weil bei ihm muss man gar nicht so viel kaufen. Finde ich super. Aha. So, 11 und 15. Also. Dein Lieb. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Das ist schon gut, dass wir jetzt... Na gut, wir können das nicht alles upgraden, aber ich hätte echt die Schrottteile weglassen sollen. Die finde ich ein bisschen unnötig. Okay. Ist es nicht schön? Haben wir schon die Fähigkeit hier? Fähigkeit wählen. So krass. Bam. Nice. Eisenberg haut so richtig rein, Mensch. Oh. Ich find's total geil mit ihm. Oh, gut. So, schon hier auch die Fähigkeit. Und Muskelprotz. Na gut, Bewegungsgeschwindigkeit ist egal, komm. Geht ja eigentlich, ne? Ist leider schon wieder ein Schweinchen. Aber hey, die geben 10.000 Lei, muss man sagen. Das Sägeblatt ist der beste Skill, einfach. Kannst du nichts sagen. So, zwei noch, komm, spawn mal bitte. Wir wollen noch ein bisschen Zeit heimbringen. Oh, das war's. Das Geld hole ich mir jetzt immer nicht, das passt schon. So, wie viele Punkte haben wir? Ich hoffe, für SS oder für SP reicht's noch, sagen wir mal so. Neuer Rekord! Okay, S. Aber wir sehen schon, es geht mehr. Es geht auf jeden Fall noch mehr. Jetzt würde ich sagen, machen wir den letzten Abschnitt noch mit Lady Dimitrescu. Kuh. Die alte Kuh. Da bin ich mal gespannt, was sie so drauf hat. Oh, sie hat... Eieiei, sie hat ja mehr. Sie hat einen Lippenstift. Oh, sie kann einen Dash, wenn ich die rechte Maustaste gedrückt halte. Und sie schlägt einfach... Ne, das macht sie auch mit links. Okay, sie hat... Das ist ihr Block.
übrigens. Ach ne, das ist nicht ihr Block, das ist die Fähigkeit. Ist das denn ein Schminktisch? Aha, Angriffskraft. Der Fliegenschwarm. Aggressive fleischfressende Fliegen, die sich im Schwarm auf ihre Beute stürzen. Sanguis Virginis. Was macht das denn? Gute Jungfrau, Lady Dimitrescu ist der beste Jahrgang in der Runde. Mischung aus Blut und Wein, die alle Wunden der Lady unverzüglich heilt. Sehr gut. Und die Fingernägel. Klauenartige Fingernägel, die selbst Knochen und Metall zerfetzen. Dank permanenter Gewebeerneuerung bleiben sie scharf. Okay. Ja. So, was kaufen wir uns denn? Kraft und Ekstase steigen beträchtlich, wenn Rammen auch Gegner in der Nähe trifft. Wenn ein Schminktisch drei oder mehr Gegner trifft, ist der nächste Schminktisch deutlich schneller verfügbar und Ekstase hält länger an. Aha. Steigert die Ekstase, lässt sie absolut hinreißend aussehen, ein Lippenstift. Okay, der kostet halt immer ein bisschen mehr dann. Aha. Aha. So, Angriffskraft für die Klauen natürlich steigern, Ekstase. Diese Hände sind geschickter, als sie vielleicht aussehen. Bis nächstes Mal. Aber kann ich die nicht wechseln vielleicht? Kann ich Fliegen rufen und das war's dann, ja? Oh, guck mal, wie riesig sie ist. Kommt halt wieder mal nicht durch die Tür, die alte. Die alte Dimitrescu. Good luck. Oh, man kann sie sogar sehen. Ah, das ist der Schwingfisch jetzt. Alter. Ich verstehe nicht so ganz, wie die Schwester funktioniert. Ich muss mich ducken. Okay, wow. Okay, ich verstehe sie irgendwie nicht so ganz mit ihrer Ekstase da, was das bringt. Lady mit Scherenhänden, Schlitzangriff verursacht mehr Schaden, sehr gut. Zeitlupe, Fliegeratte, komm. Sie ist halt echt ein bisschen langsam, die Gute. Oh, meine Ekstase sinkt wieder. Schminktisch ist ja mal krank. Ja, am Schweinchen. Dass die auch wieder als Gegner zählen, finde ich halt echt fies. So, was haben wir denn? Zeitbonus. 292.000. Ja, sieht gut aus. Ich muss sagen, mit Chris ist es super einfach übrigens. Super einfach mit ihm zu spielen, weil Chris, der macht halt alles direkt mit seinen Waffen fetz. Warte mal, ich habe gar nicht die Dings benutzt, den Lippenstift. Ich finde das hier auch super lustig. Fliegen benutze ich ja eigentlich auch mal öfter. Komm
wir machen. Auf Wiedersehen. Ich glaube, die Ekstase gibt einfach nur mehr Schaden oder schaltet halt mehr Kräfte frei, sowas, ne? Acht. Warte mal, habe ich denn eigentlich auf der Taste? Ja, habe ich auf der 3. Mehr Blut. Geht einfach mal durch den Schminktisch gehen. Ihre Kräfte sind geil. Richtig geil. Ja. Er ist schon tot nach einem Treffer. Einfach krass. Sieht aus wie so eine Mistgabel, wenn sie die Skills benutzt. 32. Okay, den Vogel, den habe ich mit Chris erwischt, aber mit dir jetzt ohne. Fähigkeit wählen. Wenn wir chillen hätten. Die Skills gehen übrigens öfter, wie man sieht. Was? Control plus Alt habe ich jetzt noch. Was macht das denn? Alt ist weg. Ist er kaputt? Fähigkeit wählen. Ist die krass? Aber einer lebt noch. Ach, der Vogel. Ach, scheiße. Egal, komm. Ja, das ist doof, wie gesagt. Wenn man keine Schusswaffe hat in dem Sinne, sondern nur die Scherenhände oder halt die Fliegen, dann ist es ein bisschen schwierig, den Vogel zu treffen, der ganz schnell wegfliegt. Boah, wie das aussieht. Gruselig, Lady, gruselig. Das war jetzt nicht so gut, weil der Vogel ist entkommen, deswegen kriegen wir keinen komplett Bonus. Aber Lippenstift habe ich ja. Oh ja. Oh ja. Aha. Also dieser Schminktisch, ne? Der beste. Lustigste Skill ever. So, wenn ich sage, ich benutze gleich den Lippenstift, dann geht's ab. Oh oh. Fähigkeit wählen. Yeah.
Das war's schon. Kaum die Mühe. Tamar. Welcher Kerl? Komm ich jetzt allein? Der Schaden, ey, ist so krass bei mir. Ey. Ja, oh Gott. Ey, es ist so krass. Lady Dimitrescu macht so einen Spaß einfach. Weil sie so abgefahrene Kräfte mit dem Schminktisch schmeißen. Ey, wie kommt man auf so einen Scheiß? Aber es ist super lustig. Super, super lustig. Aber gerne. Ich wollte gerade sagen, sei mal ein bisschen folgsamer bei deiner Lady, ne? So eine ja. Einfache Modifikation ist sofort erledigt. Vorbereitet. Oh. Vorbereitung senken oder hier Angriffskraft. Ja, komm, Vorbereitung. Der Schminktisch ist halt einfach der Beste. Ich glaube, es ist jetzt die letzte. Also, aber das letzte ist halt echt. Seht ihr, 100 Gegner töten. So ein bisschen eine Farce irgendwo, ne? Und bei Chris war hier alles voll mit Munition, wirklich alles. Rumstöhnt, ey. Fähigkeit wählen. So. Ich liebe die Lady einfach, wie sie alles wegfegt. So, immer durch die Tür durchducken, das finde ich ein bisschen schwierig, aber sonst. Lebt noch einer? Ekstase!
sich einen abfeiert, die Lady. Es ist doch super. Der Lady ist es halt fast schon zu einfach, ne? Sind noch irgendwo welche? Nee. Oh, diese Durst. Ich will nicht sterben. Das darf nicht sein. Ja, komm, egal, wir gehen, sonst verschwenden wir so viel Zeit. Wir haben einen Haufen Combo-Bonus bekommen. So, wie viel haben wir denn? 2 Millionen! Das könnte reichen. SP, na gut. Passt, mit Chris war es ein bisschen mehr. Aber gut, Leute, das war's mit den Söldnern mit... Oh, Insektenphobie freigeschaltet. Na gut, ist jetzt auch egal. Ich habe beide gezeigt, Heisenberg und Dimitrescu. Beide sehr coole Charaktere, haben coole Fähigkeiten, wie ich finde. Auf jeden Fall besser. Also Ethan ist der Schlechteste, dann kommt Chris, weil der hat geile Waffen. Die Pistole alleine schon fetzt alles weg, wenn ihr nur auf Pistole geht, glaubt mir, ihr macht alles nieder. Sieht man hier SSP ganz easy, beim ersten Versuch alles. Und Dimitrescu macht einfach Laune mit ihren Fliegen und Schlitzattack, es ist einfach super. Richtig toll. Also mir gefällt das Neue, es sind halt nur 2 Level. Oder beziehungsweise kann man jetzt überall mit den ganzen anderen, oh, muss ich auch noch machen hier. Und Chris ist halt auch neu, ne? Ach, alles jetzt nochmal auf schwer durchspielen und... Warte... Alter, mit allen nochmal. Oh, da werde ich so viel Zeit investieren. Aber ich mache es ja der Vollständigkeit halber für mich wahrscheinlich. So nebenbei mal ein bisschen. Danke fürs Zusehen, Leute. Danke fürs Liken und Kommentieren. Und ich habe ja gesagt, ich werde vielleicht nochmal die Kampagne spielen im Third Person, wenn es euch interessiert. Auch hier nochmal in die Kommentare schreiben. Und wir sehen uns wieder. Ich bin der Bruga. Macht es gut. Hab ich ganz doll lieb, ihr Cornflakes-Köppe. Bis dann. Tschüss.